zwischen Himmel und Erde. Dort hängt er. Jesus, der Mann am Kreuz. Er hing dort. Er starb dort. Aus Liebe für uns Menschen. Und ich verstehe nicht, dass Menschen nichts, viele zumindest, nichts mehr von Jesus wissen wollen. Jesus weiß, dass wir eigentlich Sehnsucht haben nach ihm. Mein Thema heute Morgen, heute Nachmittag, man ist das so gewohnt, dass man morgen sagt, mein Thema heute Nachmittag lautet Lebenshunger, Lebensdurst. Wir sehen uns als Menschen nach Tieferem, nach mehr. Ich lese uns Gottes Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 1 bis 7. Und da hören wir, hierher, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt? Hört doch auf mich und esst das Gute. Dann wird eure Seele sich am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen Gnadenzusagen Davids einlöse. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt, den Völkern zum Fürsten und Gebieter. Sieh, du wirst Nationen rufen, die du nicht kennst. Und Nationen, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn, deines Gottes und des heiligen Israel willen, der dich herrlich gemacht hat. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und bekehre sich zum Herrn, so wird sich er über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel eine Vergebung. Menschen haben Sehnsucht. Menschen haben Hunger und Durst nach Leben, nach mehr Leben. Deshalb dieses Thema, eine Lebenshunger, Lebensdurst. Als ich ein kleiner Junge war, ging meine Mutter mit mir öfter zum Markt. Auf einem Markt, da kann man vieles Gutes kaufen. Obst, Gemüse, da waren verschiedene Händler da. Manche haben Fisch gekauft. Andere Händler haben Töpfe und Messer, Gabeln, Bratpfannen, eine Scheren verkauft. Und damals auf dem Jahrmarkt, auf dem Markt, da war ein besonderer Verkäufer. Diesen Verkäufer, den nannte man den billigen Jakob. Und er bot lautstark seine Waren an. Er kommt zu mir. Bei mir, da bekommt ihr es preisgünstiger. Bei mir ist wirklich alles billiger, ja preiswerter. Unser Bibeltext, er ist eigenartig. Ne, Gott auf einem Markt, Gott auf dem Markt der Möglichkeiten mit den verschiedenen Angeboten, Gott wie ein Marktschreier, der seine Waren anpreist. Das Wort des Propheten Jesaja, es schildert uns eine Szene aus dem orientalischen Alltag, damit durstige Kehlen
ertrinken können, damit Mägen gefüllt werden mit Essen. Und dann sind die Marktschreier da. Wer kommt zu mir, kommt hierher. Da sind diese Verkäufer, Behälter aus Ziegenfell. Sie gießen ihr köstliches Nass in nicht allzu saubere Becher, nicht auf dem Maßstab mitteleuropäischer Hygiene. Da sind andere Verkäufer da. Auf Blechen, ja, wird kuchenartiges Gebäck angepriesen. Das Eigenartige, Gott identifiziert sich mit dieser Situation. Aber jetzt passt auf. Der entscheidende Punkt, die anderen wollen Geld, aber Gott verschenkt seine Waren. Gott verschenkt seine Sachen. Gott sagt, so haben wir es gelesen, kauft. Kommt zu mir, kauft ohne Geld. Kauft umsonst. Ab und zu mal gibt es einen Ausverkauf. Ich bleibe meistens zu Hause. Einkaufen gehen, noch mit Maske, das ist nichts für mich. Manche machen gute Schnäppchen, aber sie müssen bezahlen. Aber wenn man zu Gott kommt, zu Jesus Christus, man bekommt das Beste umsonst. Bei einem Sonderpostenmarkt, da kann man auch betrogen werden. Da gibt es sogenannte Billigware, andere sagen Ramschware. Aber was Gott anbietet, ist immer gut. Ich möchte drei Gedanken weitergeben. Gott erkennt uns doch. Gott kennt unseren Durst und Hunger. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was du und ich hier nötig haben. Und Gott ergibt uns das immer, was wir brauchen. Manchmal gefällt uns das nicht. Wir wollen gut leben. Wir leben auch gut in unserem Land. Heute Morgen habe ich 2 Toastbrote gegessen, Honig und Peanut Butter. Ich weiß nicht, was ihr gegessen habt. Dann gab es Mittag schon wieder ein herrliches Essen und manche haben vielleicht schon eine Tasse Kaffee getrunken. Lebenshunger? Lebensdurst? Ja, Hunger und Durst haben wir doch in Europa, in Deutschland gar nicht. Und wenn wir nichts mehr haben, dann gehen wir einkaufen. Dann wird wieder der Kühlschrank, die Kühltruhe gefüllt. Aber Gott, er schaut ein bisschen tiefer. Gott spricht bei uns nicht den äußerlichen Mangel an, ja, dass unsere Kehle frisch gemacht wird mit Wasser oder junge Leute trinken Fanta oder Cola, was es so alles gibt, damit unsere Mägen gefüllt werden. Gott spricht diesen tiefen Mangel an, Defizite im Leben. Menschen sehnen sich nach mehr. Da gibt es Leute, die kommen nicht zurecht mit ihrem Leben. Da ist ein Trinker, der hat Durst. Der hat immer Durst. Sein Durst geht nie weg. Aber eigentlich hat dieser Alkoholiker Durst, Heimweh nach dem verlorenen Paradies. Er sehnt sich eigentlich nach Zufriedenheit, nach Geborgenheit. Er sehnt sich eigentlich ja in Gemeinschaft, in Frieden mit Gott zu leben und in Frieden mit seinen Mitmenschen zu leben. Es hat jemand mal gesagt, in jedem Menschen steckt Heimweh, Heimweh nach dem verlorenen Paradies, Heimweh nach dem Himmel. In jedem Menschen steckt Sehnsucht nach Glück und Freude. Aber die Menschen suchen oft an falscher Stelle. Der eine sucht Befriedigung
in der Sexualität, dem abwechslungsreichen Seitensprung, der andere in Drogen und der andere in Alkohol. Der gute Bürger sagt, wie die Schwaben sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und manche fügen hinzu, fehlt Zement, dann gießte Klaue. Man möchte weiterkommen. Und manchmal leiden Menschen und andere auch an die Unehrlichkeit. Oder der andere sagt, nimm Schwarzarbeiter. So kommst du am billigsten und am schnellsten weiter und dein Eigenheim wird bald fertig sein. Aber dann kommt das schlechte Gewissen. Ich habe ja den Staat betrogen. Menschen, sie wollen vorankommen. Aber es ist nicht gut, wenn sie Gottes Wort, die Bibel, Gott selber außer Acht lassen. Meine Frage ist, wovon trinken sie? Wovon trinkst du? Wovon isst du? Wir können mit allen Wassern verschiedener Philosophien gewaschen sein. Der Mensch, der kann sich vergnügen. Er kann sich betrinken. Aber dann kommt der Kater. Dann kommen die Probleme nächsten Tag wieder zum Vorschein. Die Intellektuellen können aus dem Ozean der Weltreligionen trinken. Der normale Arbeitnehmer, ja, er lebt von den Tümpeln, von den schmutzigen Tümpeln der Horoskope und Wahrsagerei. So manche haben versucht, die Zukunft vorauszusagen, und sind gescheitert. Da gibt es Menschen, die schlucken gerade in unserer Zeit das eiskalte Wasser des Materialismus. Und was sagt Gott dazu? Lügenbrot. Lügenbrot. Es geht daneben, wenn jemand nur die Ellbogen ständig benutzt, andere beiseite schiebt, um voranzukommen. Manche machen ihre Gesundheit kaputt, dass sie nur noch arbeiten. Andere sind bequem und faul. Und das ist auch nicht das Richtige. Manche bewegen sich nicht und der Körper erleidet darunter. Gottes Wort sagt, ja, warum macht ihr eure Gesundheit kaputt? Warum rackert ihr euch ab? Warum setzt ihr nur auf irdische Werte? Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Es gibt viele Hungerstiller und Durstlöscher. Aber Jesus selber, das ist mein zweiter Gedanke, er will unseren Durst löschen, unseren Hunger stillen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Jesus verspricht uns etwas. Werft die Sorgen auf mich. Ich sorge für euch. Geht doch mit mir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gottes Wort weist in unserem Predigttext darauf hin, David, dein Reich, dein Königreich soll ewig bestehen. Und das ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Jesus ist doch der Nachkomme Davids. Dein Reich hat Ewigkeitswert, das Reich Gottes in Jesus Christus. Jesus, der Retter. Am Ende der Bibel lesen wir in der Offenbarung, dass Jesus die Herrschaft antreten wird, die Herrschaft, die ewige Herrschaft und wohl denen, die bei ihm sein dürfen für alle Ewigkeit. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch eure Last
abnehmen. Wie gut, dass ich das auch erfahren habe, wie wir vorhin im Bericht hörten. Wie gut, dass ich das erleben durfte. Gott erhörte mein Gebet, wo ich betete: Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Bestimme du mein Leben. Ich folge dir. Und seitdem klappt es besser. Das habe ich schon mit 21 Jahren getan, wo ich sagte: Herr Jesus Christus, ich will mit dir leben. Ich bin nicht immer ganz bei ihm geblieben, aber er hat mich festgehalten bis zu diesem Tag, auch in Krankheitsnöten. Ich war nicht immer gesund, aber Gott hat mich durchgetragen, auch in Krankheitsnot. Was ist denn? Was passiert denn, wenn ein Mensch waagerecht in den Operationssaal hineingeschoben wird? Die erste wichtige Frage ist: Komme ich da lebendig wieder heraus? Man sollte lieber fragen: Wo gehe ich hin, wenn ich da nicht lebendig mehr herauskomme? Erreiche ich das Ziel, den Himmel, bei Gott die Ewigkeit? Die Chance ist für jeden da, denn Gott ruft heute noch: Hierher, komm zu mir, die ihr Hunger und Durst habt. Ich will euch erquicken. Ich will euch ersegnen. Und ihr sollt ein Segen für andere sein. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Wer Jesus angenommen hat, mein letzter Gedanke, der bekommt den Himmel geschenkt. Der bekommt dieses ewige Wasser des Lebens, das ewige Brot des Lebens. Wir erinnern uns daran beim Abendmahl. Der Jesus ist Wasser und Brot des Lebens. Deshalb bitte ich Sie, lassen Sie Jesus in Ihr Leben hinein. Ich bitte dich, mach dein Herz auf und bete doch, wie ich es damals getan habe: Herr Jesus Christus, vergib mir. Komm in mein Leben. Ab heute sollst du die Nummer eins sein. Das wird spannend, das Leben. Und das Leben wird besser klappen, besser funktionieren. Es wird nicht alles glatt gehen. Aber Gott wird mich durchtragen bis ins hohe Alter. Wer nur an sich denkt, ist ein armer Mensch. Egoisten sind keine fröhlichen, glücklichen Menschen. Wer nur auf sich fixiert ist, der lacht wenig, der strahlt kaum Freude aus. Aber wer Jesus reinlässt und von der Liebe Gottes weitergibt, der wird der fröhlichste Mensch werden. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Ein Mann hatte sich in der Wüste verirrt. Er war fast vor Durst zugrunde gegangen. Die Zunge klebte am Gaumen. Dieser Mann schleppte sich einfach nur noch dahin. Schließlich kam er an einer alten, verlassenen Oase. Eine verlassene Hütte. Und dann sah er vor den verwüsteten Gemäuern eine Pumpe, eine Wasserpumpe. Und dieser Mann, er schleppte sich dahin und er begann, wie verrückt zu pumpen, der Schwengel rauf und runter. Er hatte Durst, er brauchte Wasser. Aber es kam kein Tropfen Wasser aus der Pumpe. Dann bemerkte dieser durstende Mann einen kleinen Krug.
mit einem Korkstöpsel. Er stand unten an der Pumpe. Da war eine Notiz daran. Da stand drauf, Sie müssen die Pumpe zuerst mit Wasser füllen, mein Freund. Und vergessen Sie nicht, den Krug nachzufüllen, ehe Sie von hier weggehen. Der Mann zog den Korken aus dem Krug und bemerkte, ja, der Krug war tatsächlich voll Wasser. Nun begann ein Kampf in ihm. Soll ich wirklich das Wasser in die Pumpe gießen oder soll ich den Krug austrinken? Wenn ich das Wasser in die Pumpe gieße und es kommt nichts raus, was mache ich dann? Trinken oder hineingießen? Und dann wagte es der Mann. Er goss das Wasser in die Pumpe. Und dann fing er an zu pumpen, den Schwengel rauf und runter. Und es wurde immer schwerer. Und auf einmal kam etwas rostiges Wasser heraus. Er pumpte weiter und dann kam klares Wasser aus der Pumpe. Und der Mann konnte mehr als einen Krug voll Wasser trinken. Er konnte seinen Durst löschen, er konnte sich frisch machen. Es war herrlich, dieses Wasser aus der Pumpe. Und dann füllte dieser Mann den Krug. Und er fügte dann etwas auf diesem Zettel hinzu. Er schrieb diese Worte darauf, glaube nur, es funktioniert. Du musst der Pumpe alles geben, was du hast, ehe du etwas zurückbekommst. Gib dein Leben Jesus. Stell dich ihm zur Verfügung. Er wird dein Lebensdurst, dein Lebenshunger stillen. Du wirst überfließen. Und gib anderen von der guten Nachricht der Bibel weiter. Jesus geht voran. Ich bitte dich, folge ihm. Amen.